Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir für euch die Haribo Minions haben wir heute für euch heute hier. Die habe ich im Action wieder für euch besorgt. Ich glaube, das hat, also der Preis stimmt hier nicht ganz, hat ein bisschen mehr als 1 Euro gekostet. Ich habe da recht zugeschlagen und wir werden das heute dann zusammen essen. Aber ich habe nicht nur eine Tüte besorgt, ich habe nämlich noch einmal die saure Edition besorgt. Die werden wir uns natürlich auch einmal gönnen. Die haben wir einmal hier, die Haribo Tangy Minions. Das ist nochmal die saure Edition. Die gibt es einmal dazu. Und ja, Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn, fangen wir direkt an. Beziehungsweise, doch, ich muss noch was loswerden. Ich habe nämlich was vergessen. Wie ihr bestimmt schon den Titel gelesen habt, werden wir das nicht nur so heute tasten. Ich gehe stark davon aus, dass ihr die Haribos alles schon kennt, weil die gibt es da schon ein wenig länger. Deswegen werden wir das Ganze mit Knistergum zusammen kombinieren und essen. Da habe ich auch schon einen Teller vorbereitet und einen Löffel. Mal gucken, ob Haribo Minions mit diesen Knistergums schmecken werden. Das wird eine kleine Kombinationsversuch. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze hier enden wird. Und ja, dazu würde ich sagen, das tun wir mal zur Seite. Machen wir das Ganze mal schnell auf. So, fangen wir erstmal mit den sauren Teilen hier an. Das packe ich erstmal hier rein. Gucken wir das nochmal hier nochmal an. Für die Leute, die es nicht kennen. So sieht das Ganze aus. Probieren wir mal schnell eins. Ja. Wir sind leicht sauer. Ja. Schmeckt gut. Vor allem, ich mache immer diesen Mischschaum hier darunter. Finde ich immer sehr lecker bei solchen Fruchtgummiteilen. Top. Dann machen wir mal mit den normalen weiter. Die sehen auch natürlich sehr cool aus. Dann muss ich schnell die Verpackung hier hinten tun. So, das sind die Haribos normal hier, die Fruchtgummiteilen mit den Minions. Als Figuren auch eine coole Geschichte. Einer von denen wird bestimmt Stuart sein. Die anderen Namen kenne ich alle natürlich nicht. Ups. Und dann probieren wir das immer schnell, wie das so schmeckt. Wie die Gummibären. Jetzt sehe ich gerade, dass sie hier auch so ein Schaumler drunter ist. Aber bei den anderen nicht. Ist, ob das jetzt eine gemixte Tüte ist, das weiß ich gar nicht. Ob das jetzt Zufall ist oder ein Produktionsfehler. Nein, da gibt es mehrere von denen. So. Die darunter auch das hier halt haben. So, Freunde. Dann würde ich sagen, ich mache mir mal so einen Löffel fertig. Mit einem sauren und mit einem normalen. Wir haben ja hier unser Knistergum. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich krieg's nochmal wieder nicht auf. Das gibt's doch nicht. So. Dann kommt das Ganze mal schnell auf den Löffel drauf. Ja, noch ein bisschen mehr. So, das wird erstmal reichen. Freunde, hier ist mein Löffel mit Haribo und Knistergum, also Knusper-Kaugummi. Tja, ich bin sehr gespannt. Irgendwie habe ich jetzt gerade gar keine Lust drauf. Aber ich hatte ja mal wieder eine große Klappe, deswegen. Ja, probieren wir es erstmal mal aus. Es ist sehr irritierend. Man hat einmal diesen fruchtigen Geschmack im Mund und es knuspert die ganze Zeit ebenso im Mund. Das Problem ist, das ist total die dumme Idee,
weil diese kleinen Kaugummi-Stücke vermischen sich mit den Teilen hier und ich muss alles runterschlucken. Das macht total keinen Sinn. Eine sehr, sehr dumme Idee von mir. Keine gute Kombination Knusperkaugummi mit Haribo von den Minions. Nee. Das war ein Daumen nach unten, das war ein Fail. Wie gesagt, dadurch, dass sich das mit den Gummibärchen da vermischt und diese Knusperkaugummis, schlucke ich eh alles mit runter und das macht gar keinen Sinn. Das heißt, ich schluck auch quasi Kaugummi runter. Das ist nicht gut, das war keine gute Idee, das machen wir nicht nochmal. Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Also, mein Fazit, die Haribos von, also die Minions Edition, finde ich sehr cool. Die schmecken wie normale Gummibären, würde ich sagen, nur mit dem Vorteil, dass sie halt die Form der Minions haben. Dann, die finde ich sehr nice, die sind die Haribo Tangy Minions, die sind halt ein wenig saurer, also sind sauer. Und schmecken auch sehr gut. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann probiert es. Wenn nicht, dann schade für euch. Ihr müsst es dann auf jeden Fall irgendwie nachholen. Und bitte, Freunde, tut es nicht zu Hause. Macht es nicht nach. Kombiniert es nicht mit Kaugummi und mit Knisterkaugummi. Das schmeckt total abartig. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach unten. Nach oben, meine ich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, oh mein Gott, gebt mir einen Daumen nach unten. Und wenn ihr weitere coole Flasche-Videos mit uns schauen wollt, dann könnt ihr uns auch gerne ein Abo dalassen. Irgendwo da oben hinklicken, abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Kahn würde sich sehr freuen. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn ihr mehr Bock habt, uns auch zu folgen, außer auf YouTube, dann gebt uns auch nochmal auf Instagram. Steht alles in der Infobox. Instagram heißen wir in aller Munde, unterstrich official. Sonst könnt ihr uns nochmal da privat folgen. Findet ihr alles auf Instagram. Ja. Ich habe schon wieder genug Werbung gemacht. Ohne Rede wieder zu viel. Freunde, bis zum nächsten Video und tschüss.